Ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit Carl Sagan. Ich habe herausgefunden, wer Sonny Crockett wirklich ist und woher er kommt. Kannst du ruhig sagen, dass ich ein Zeitreisender bin. Das würde dir voll glauben. Warum nennen Sie ihn nicht bei seinem echten Namen? Jakov Smirnov. Vielen Dank, Doc. Ein Anarchist. Ein Jakov Fremder, der Chaos und Zerstörung auf der Hill Valley Expo verbreiten will. Danny, du glaubst diesen Schwachsinn doch nicht etwa, oder? Tut mir leid, Jakob, aber ich habe wirklich keine Wahl. Hey, Jakob Smirnov. Und nun verhaften Jakob, Sie diesen Umstürzler. Zurück in die Zukunft. Das Spiel. Episode 5. Out of Time. Blum, 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 blum. Ich muss mich hier reinschleichen, solange es noch der Anfang ist. Und. Und da. Hier bin ich. Ist gerade so friedlich. Da will ich jetzt nicht irgendwie. Da will ich jetzt nicht irgendwie volle Möhre rumplären. Okay, so will dann zum Thema nicht volle Möhre rumplären, aber oh Mann, wie er schon wieder da liegt. Yes. Karton. Hallo? Marty, bist du wach? Gut. Doc, Emmett, wo bist du? Ich bin auf der Expo. Ich bin früh raus, um Pa nicht zu begegnen. Hätte er gewusst, dass ich auf dem Weg war, mich mit einer Demonstration zum Gespött zu machen, wäre er an die Decke gegangen. Du hast mich nicht geweckt, als du weggegangen bist. Bleib, wo du bist, du solltest mit deinem Vater... Ja, wieso hat er mich nicht geweckt? Warum hast du mich nicht geweckt? Ja. Ich hab dich geschüttelt, bevor ich gegangen bin, aber du warst quasi im Koma. Wie lange hattest du schon nicht mehr geschlafen? Bevor ich bewusstlos geworden bin? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dich im Labor gelassen, damit du eine wichtige Mission erfüllst. Auf dem Tisch neben meinem Rechtsbüchern ist ein Gerät an der Wand eingestöpselt. Ich glaube, ich sehe es. Leuchtet es? Ja. Ist das gut? Das ist fantastisch. Das Leuchten bedeutet, dass mein statischer Akkumulator aufgeladen und bereit zum Einsatz ist. Bring ihn mit zur Highschool und wir... Verdammt! Was? Was? Edna ist da. Aber... Okay, Emmett. Statischer Akkumulator ist auf dem Weg. Steckt er den jetzt einfach ein, oder was? Scheint so. Bong. Hey, Doc, Vorsicht! Sie hätten mich beinahe überfahren. Tut mir leid, Martin. Dieses Fahrzeug ist manchmal schwierig zu steuern. Ja. Hey, alles in Ordnung? Nach dem Streit wegen Emmett gestern Abend... Alles okay. Danke der Nachfrage. Na, dann ist ja alles okay, wenn... Ist nicht... Ist wirklich alles okay? Also... Das war schon... Also... Okay, es wird Zeit für eine kurze Zusammenfassung. Also die Zusammenfassung der letzten Folge. Zuallererst mal, guten Tag, ihr Leid. Wir spielen zurück in die Zukunft. Wir sind jetzt bei Episode 5 angelangt. Das ist auch die letzte Episode. Wir sind also quasi im Endspurt. Und die vierte Episode endete damit. Also wir wissen ja, wenn der junge Emmett... Moment, ich habe ja hier einen Mauszeiger. Er ist Emmett. Er ist Doc Brown, ne? Die jüngere Version von ihm nenne ich Emmett. So. Wenn Emmett und Edna, also seine... Freundin eigentlich, wenn die zusammenkommen, dann wird 1986 gründen die, also da ist dann 1986 ist dann Hill Valley ein Polizeistaat und Kacke. Also das ist eine Zukunft, die man definitiv nicht will. Deswegen haben wir jetzt versucht oder ist auch hingekriegt, dass Emmett und Edna, die ein Pärchen sind, dass die auseinandergehen, dass die sich trennen. So, und es hat eigentlich, also wir haben es auch hingekriegt, aber das Problem ist, er... Doc Brown hat halt gesagt, hör mal, die arme Edna, also als alte Frau ist er halt, ne, herrschsüchtig und macht einen Polizeistaat dazu, aber als junge Frau, die ist ja noch unschuldig und so, ich kann sie ändern, so irgendwie. Das muss doch nicht sein, dass man Emmett jetzt auseinanderbringen mit ihr.
Dabei ist er eigentlich schon verheiratet, eher. Der Alte ist ja verheiratet mit Clara aus Episode 3. Ist eine Lehrerin, also ja, ist egal. Jedenfalls hat er halt gesagt, ja, nö, wir ändern die Zeit und wir irgendwie so, aber das geht nicht. Das ist das, was er immer wieder sagt. Du darfst keinen Einfluss nehmen auf die Zeit, das geht nicht. Man weiß, was du veränderst. Aber irgendwie muss die junge Edna den alten Doc irgendwie so zugelabert haben oder betüttelt oder gehirnwaschen haben, keine Ahnung. Er ist kaum wiederzuerkennen. Er schmeißt alle seine Prinzipien über den Haufen. Und das geht nicht. Es geht nicht. So. Wir haben uns halt zerstritten und er ist weggefahren mit dem DeLorean und hat dann unterwegs noch die junge Edna eingesammelt. Und jetzt ist er wieder da und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was er vorhat. Also so, wo waren Sie? Wo waren Sie die ganze Nacht? Ich bin ein bisschen rumgefahren. Rumgefahren? Auf der Suche nach alten Freunden. Musste nachdenken. Okay. Mein Schicksal ist also, dass ich das für die Expo baue? So ist es. Das ist ein statischer Akkumulator. Emmett hat die ganze Nacht daran gebaut. Scheinbar musste er Frankenstein dann doch nicht mehr ansehen. Er brauchte nur einen kleinen Schubser und ein paar Blitze. Faszinierend. Faszinierend. Mir wurde gestern Abend auch etwas klar. Ja? Doc? Ich habe verstanden, dass nicht Edna mein Leben ruiniert hat. Doc? Es war die Wissenschaft. Finger weg! Die Wissenschaft, die bedeutet jedoch alles. Sie dürfen die Wissenschaft nicht aufgeben, Sie lieben sie. Korrektur. Mein jüngeres Ich liebt die Wissenschaft. Aber wenn Emmett bei der Expo seine Erfindung nicht vorstellt, wird sein Traum, ein Wissenschaftler zu werden, so weit verblassen, dass Edna wieder in sein Leben treten und ihn auf einen neuen Pfad führen kann. Was ist denn... Was denn für ein neuer Pfad? Neuen Pfad? Welchen neuen Pfad? Keine Ahnung. Architekt, Mechaniker, Präparator. Quatsch. Vielleicht werde ich auch der Anwalt, den sich mein Vater immer Nein. hat. Solange Emmett die Wissenschaft meidet, werden Edna und ich zusammen glücklich sein. Wieso will er denn jetzt mit Edna zusammen sein? Die ist doof. Edna kann nicht zurück sie zu Edna. Sie können Emmett so. Nicht wieder mit Edna zusammenbringen. Dank ihnen hat sie aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Dank meiner Wissenschaft hat sie aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Aber wenn ich kein Wissenschaftler werde, wird sie diese krankhaften Ambitionen gar nicht erst an den Tag legen. Ich bitte Sie, Doc, Sie haben sich das nicht gut überlegt. Hab ich nicht. Wir beide werden es wohl rausfinden müssen. Eins ist sicher. Emmett Browns Leben wird sehr viel einfacher sein ohne eine Zeitmaschine. Nein. Ey, lass das Ding... Was zum Geier? Wo ist der hin? Ja, wo ist... Genau. Wo sind sie beide hin? Wo ist Doc Brown hin und wo ist der statische Akkumulator hin? Guck mal, da ist das Algen... Keksauto. Ich geh mal da hinten hin. Nein, ich geh nicht da hinten hin. Da geht's nicht weiter, okay. Oh, da ist er. Da ist er, ja, komm her. Oh, bitte. Aber echt jetzt. Was ist denn jetzt das für eine Kacke hier? Komm her, du kleines statisches Dings. Sag mal, sind wir hier bei den Looney Tunes oder was? Heb das Ding auf. Komm her. Ich komme nicht dran. Ja, Mann, ich bin voll schlecht. Jetzt hab ich's. Okay. Bom. So. Ah, Lade. Bildschirm. Oh, geil. Die Ausstellung der Zukunft, die Zukunftsausstellung. Oh, Trixie ist da! Ich glaube, ich bin Arty. Nicht schlecht, was? Gar nicht schlecht, aber ja. Ich dachte, du hast sie gefeuert. Ich habe einen Ausweg gefunden. Was für einen Ausweg? Einfach einen Ausweg.
Hey, du bist nicht der Einzige, der Geheimnisse haben darf. Ist ja schon gut, schon gut. Sag mal, wolltest du nicht das Dingsbums zu Emmett Browns Stand bringen? Hä? Oh, ja, das stimmt. Ja, ja, brüll dich aber. Today. Wow. Ich bin. So, jetzt sag mal erstmal, wie ist ein Trixie wieder hierher gekommen? Also, das ist voll cool, aber wie? Ganz schön was los, oder? Ja, ja. Auf der Expo? Klar. Aber ich hab mich gefragt. Wie hat Trixie ihren Job zurückbekommen? Wie hast du Trixie ihren Job wieder beschafft? Ich dachte, es geht nicht, weil sie Kanadierin ist. Wenn dir etwas wirklich wichtig ist, findest du einen Weg. Du müsstest das doch wissen. Wenn dir etwas wirklich Gutes widerfährt, ist das schon eine Uralt wert. So. Du hast nicht zufällig Emmett Brown gesehen, oder? Ist er nicht an seinem Stand? Dem Großen, da drüben. Ah, okay, danke. Man sieht sich. Jo. Oh, guck mal, da gibt's Algenkekse. Algenkekse. Algenkuchen! Magisches Essen aus dem Sumpf! Leckere Algenkuchen! Noch ein Stück Algenkuchen. Sicher, Mister. Moment mal. Sie stellen diese Algenkuchen her? Aber ich dachte, Sie hassen. Hey, du bist der Kerl, der sich an meine Yunis rangemacht hat. Ach, um Himmels. Kein Algenkuchen für dich, Freundchen. Den haben wir in Kit Tennens Bar getroffen. Da hat er da gesessen in so einer Nische. Wir sind einfach nur vorbeigelatscht und der wollte mit uns Stunk anfangen oder so. Und dann ist er über seine eigenen Füße gestolpert. Der Trottel. So. Die Erleuchtung erwartet Sie auf dem Schild. Erleben Sie das Wunder des Continuophon. Nun, ich habe mich schon immer gefragt, wie zum Geier man das ausspricht. Ja, ja, komm, da ist gerade ein Taucher, der. Entschuldigen Sie, Mister. Mich schon mal anlabert. Jacques Tuteau, zu Ihrer Dienste. Ist Frosos? Wer sind Sie? Jacques Tuteau, berühmter Taucher. Ein also sind Sie eine Art Taucher? Berühmtheit? Ein berühmter Taucher, der eine Berühmtheit ist? Oh, mon Dieu. Muss Art sein, wenn man berühmt ist? Dann fragen die Leute Sie sicher ständig nach Autogrammen und wollen Geschichten von Ihren Abenteuern hören und so. Manchmal wird es zu viel, dann ziehe ich mich in die Tiefe zurück. Die Fische sind weniger anstrengend. Ja, die Fische labern dir kein Baguette an die Ohr. Darf ich mal mitfahren? Kann ich diese Tauchkugel ausprobieren? Certainement, wenn Sie eine Eintrittskarte haben. Oh, sacre bleu, ich habe keine Eintrittskarte. Man sieht dann sich. Beim nächsten Mal. Da muss ich auch nicht mehr so komisch Französisch reden. Was ist denn das da? Eine chronometrische Uhr. Aha. Ich glaube, das soll eine Uhr sein. Dümmster Name der Welt, was ist denn hier? Möbel, Zukunftsmöbel. Vor irgendwas. Geh kurz zum Glashaus. Für Zutritt Eintrittskarte einführen. Was ist denn? Wieso werden da manchmal die Audio-Samples so abgehackt manchmal? Für Zutritt Eintrittskarte einführen. Einfühl. Und da ist er schon, wie aufs Ich wollte eigentlich mich vorbeischleichen an ihr. Jetzt habe ich jetzt mal gar keinen Bock auf Edna. Aber Sie müssen jetzt standhaft bleiben. Was hat's denn jetzt schon Hallo, wieder für Crockett. Quatsch? Hi. Wo ist Emmett? Wo ist Emmett? Was? Wird er etwa vermisst? Kennen Sie denn seine Masche nicht? Jetzt erfüllen Sie schon Ihre Pflicht. Was hat's denn jetzt schon wieder? Hey, was soll denn das? Was macht die da? Was lässt die da machen? Moment mal, das da oben ist doch Emmets Levitator. Nicht so bescheiden. Mindestens die Hälfte der Anerkennung gebührt doch dir. Du hast Emmett doch dazu gebracht, mich zu verlassen. Und du hast ihn dazu bewegt, mein Projekt aufzugeben. Zugunsten dieser Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Emmett hat seinen eigenen Pfad gewählt. Ja. Und? Nee, ich habe ihn auf den rechten Pfad zurückgeführt. Der hat seinen eigenen Pfad gewählt. Der elektrokinetische Levitator war Emmets Idee. Ich habe nur geholfen. Was dagegen? Ich glaube, du weißt genau, was ich dagegen habe. Emmets Erfindung funktioniert doch nicht, oder? Jedenfalls nicht so, wie der arme Emmett sich das vorstellt. Woher weißt du das? Ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit Carl Sagan.
Ich habe herausgefunden, wer Sonny Crockett wirklich ist und woher er kommt. Kannst du ruhig sagen, dass ich ein Zeitreisender bin. Das würde dir voll glauben. Warum nennen sie ihn nicht bei seinem echten Namen? Jakob Smirnov. Vielen Dank, Doc. Ein Anarchist. Ein Jakob Fremder, der Chaos und Zerstörung auf der Hill Valley Expo verbreiten will. Danny, du glaubst diesen Schwachsinn doch nicht etwa, oder? Tut mir leid, Jakob, aber ich habe wirklich keine Wahl. Hey, Jakob Smirnov. Und nun verhaften Sie diesen Umstürzler. Er kann mich nicht einfach so verhaften. Her. Ja, gut. Okay, er scheint zumindest mal... Hör mal her. Ich glaube ja, dass die Dame eine Schraube locker hat, aber sowas von. Die Leute in der Stadt glauben, ihr seid dieser Sache mit Kitten. Aber Emmett muss seinen elektrokinetischen Levitator vorführen. Seine gesamte Zukunft hängt davon ab. Und meine Zukunft hängt davon ab, dass er es nicht tut. Der Chief liest ihre Kolumne immer mit Inbrunst und, naja, wenn ich nicht tue, was sie sagt, ruft sie eine Kampagne ins Leben, unsaubere Beamte aus dem... Kann ich denn gar nichts tun? Nicht, solange du keinen handfesten Beweis hast, dass Edna gegen ein Gesetz verstoßen hat. Und? Ich finde schon was. Mach das. In der Zwischenzeit sollten du und Emmett lieber... Wo ist Emmett eigentlich? Du hast ihn nicht gesehen? Emmett? Hat dieser Fremde etwas mit meinem Emmett gemacht? Vielleicht sollten sie ihn suchen. Sie lassen ihn gehen? Diesen radikalen Umstürzler? Einfach so? Okay, ich muss also Emmett finden und irgendwas wegen Edna unternehmen. Danke für die Zusammenfassung, das wollte ich gerade sagen. Ja, sorry, wegen dem Audio, das wurde auch eben beim Sprechen, wurde es leiser. Also von Officer Parker, oder ist er überhaupt Officer, Polizist Parker halt, wurde dann die Stimme beim Sprechen leiser und manchmal war es abgehackt, hey, ja, ist halt so. Ihr müsst bedenken, es ist immer noch ein Telltale-Adventure. Und die haben alle ihre Macken. Und jetzt ist das auch noch ein altes. Telltale gibt's nicht mehr. Also die Chance, dass sie diese Macke, die jetzt nicht so schlimm ist, kein Game-Breaking-Bug, dass sie die reparieren, war ich schon relativ klein bei Telltale. Jetzt gibt's die noch nicht mal mehr. Also, ja... Müssen wir halt mit leben. Was ist denn das da? Wieso kann ich da nicht einfach drüber hüpfen? Nicht zu glauben, dass Danny sich von Edna zur Schließung des Standes hat nötigen lassen. So, jetzt pass auf. Ist doch gar kein Problem. Dann nehme ich dieses Fliegedingsbums. Den gebe ich nur Emmett. Ja, okay. Dann nehme ich dieses Fliegedingsbums. Komm her, Fliegedingsbums. Und flieg da oben einfach hin. Guck. Den gebe ich nur Emmett. Okay. Emmett wird mit seinem elektrokinetischen Levitator fliegen. Und zwar heute. Aber nur, wenn er den statischen Akkumulator reinkriegt. Und dafür... Oh, das ist ein Ablaufplan. Zeig mal her. Dr. Lev Grossman? Komm schon, Emmett. Okay, er ist irgendwie Vierter oder so. Beziehungsweise... Ich muss Emmett finden und irgendwie... Wir gehen jetzt erstmal noch ein bisschen umgucken. Guck mal, da ist ein Telefonszell. Willkommen in der Telefonzelle der Zukunft. Aus Atlasglas gefertigt. Aha. Atlas, unzerstörbar und schalldicht. Unser Telefon kann freihändig benutzt werden, sodass Sie, während Sie in absoluter Privatsphäre mit Ihren Freunden sprechen, essen. Möchten Sie telefonieren? Essen. Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. Okay, dann... KL4253. Jetzt noch Kaiserslautern anrufen, schön. Hey, Trixie. Hi, Trixie. Werd ich immer noch Techne, Junge. Richtig. Hallo, Techno-Junge. Gratulation, dass du deinen alten Job wieder zurück hast. Danke. Am Ende siegt immer die Gerechtigkeit, nicht wahr? Also, was kann ich für dich tun? Wie hast du den Job zurückbekommen? Ah, die hat mir erzählt, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Hat er? Aber das sollte doch geheim bleiben. Kannst du mir ruhig sagen. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Und er musste diese gute Story einfach erzählen. Ja? Ich würde sie aber gerne nochmal hören. Aus deiner Sicht. Ach, er hat dir gar nichts erzählt. Die ist gar nicht so doof, ne? Ich meine, die ist ja auch nicht doof. So. Erzähl mir was über die Attraktion. Tja, ja, welche Ausstellungen sind zu empfehlen?
Die beliebtesten Ausstellungen sind das Glashaus, die Möbel der Zukunft und natürlich die Erleuchtung auf dem Meeresgrund. Weißt du, wer sich unter dem Tauchhelm verbirgt? Jacques Cousteau? Jacques Dutot persönlich. Fast. War nah dran. Natürlich brauchst du Eintrittskarten, um die Hauptattraktionen zu sehen. Wie viel kosten die Eintrittskarten her? Ach, steck dein Geld wieder weg. Hier, du gehörst ja jetzt irgendwie zur Familie, richtig? Cool, danke. Kannst du Emmets Demonstration verschieben? Bei Emmets Demonstration gibt's ein kleines Problem. Oder auch zwei. Kannst du seinen Auftritt verschieben? Jemand anderen vorziehen? Tut mir leid. Ich habe den Plan nicht gemacht und kann ihn nicht ändern. Ich kann etwas langsamer machen. Aber wenn dein Freund nicht bald fertig ist, müssen wir ihn überspringen. Ich meine, seine Demonstration. Das darfst du nicht. Hey, das es ist schlecht, nur eine Demonstration. Schlecht, ja. Es geht nicht um Leben und Tod. Jetzt sag schon, wie hast du schon, Trixie, ich muss einfach wissen, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Auch, ne? Von mir erfährst du nichts. Ich sage nichts Unüberlegtes. Edna hat Emmets Stand schließen lassen. Strickland versucht, Emmets Stand schließen zu lassen. Die Dame kann sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, oder? Hilf mir dabei, Emmets Stand wieder öffnen zu lassen. Kannst du eventuell etwas tun, um Emmets Stand wieder zu öffnen? Ach, ich wünschte, das könnte ich. Aber ich bin nur eine Muse. Wir können die Menschen nur inspirieren. Wahrscheinlich. Ja, dann inspirier mich mal, Muse. Okay, du bist eine Muse. Kannst du mich mit einer Idee inspirieren? Ich versuche es. Und? Vielleicht wirkt es auch noch nicht sofort. Ja, okay. Wo ist Emmett? Hast du Emmett irgendwo gesehen? Emmett Brown? Ich mache mir Sorgen, weil er... lass mich nachdenken. Ja, er ist vor einiger Zeit da lang gegangen. Er hat sich angeregt mit einem anderen Mann unterhalten. Einem älteren Herrn, der ihm sehr ähnlich sah? Das ist schlecht. Ja, sein Onkel oder so? Oder so. Für wann ist Emmets Auftritt eingeplant? Schauen wir mal. 8 Kilobit nach 50. Kilobit? Was? Wir haben hier in Hill Valley die metrische Zeit. Danke. Ich helfe doch gern. Die metrische Zeit? Was? Junge, die metrische Zeit. Ja, okay. Amis, nein. Gab's das, Moment, in den 90ern von Swatch gab's eine neue Zeitrechnung quasi. Da wurden, ich glaube, der Tag wurde in 1000 Beats eingeteilt oder so irgendwie. Genau, der Tag wurde in 1000 Beats eingeteilt. Woher weiß ich das? Ganz einfach, weil ich damals Fantasy Star Online gespielt habe auf der Dreamcast. Und da war die Zeitrechnung Beats auch unten zu sehen. War halt, oder die Idee dahinter war, dass weltweit, also ich glaube Swatch ist Schweiz oder sowas, also der Uhrenhersteller sowas da, oder die Uhrendingsbums da. Und da war dann der Plan, was weiß ich was, dass 12 Uhr mittags ist, keine Ahnung, Beat 1 oder sowas. Und dass es nicht verschiedene Zeitzonen gibt, sondern dass sich alles daran orientiert. Und das war dann halt theoretisch praktisch zu sagen, wenn du mit Leuten, also Fantasy Star Online, konnte man online spielen, unglaublich. Und wenn du dann halt mit keine Ahnung, Amis gespielt hast oder sowas, war das halt ein bisschen schwierig wegen der Zeitverschiebung. Aber so konntest du sagen, hey, wir treffen uns bei Beat 5000 oder so irgendwie. Ja, so war der Plan, aber... Ja. So, Topfpflanze. Eine Topfpflanze? Eine futuristische Topfpflanze. Was hat die mit der Strafverfolgung Moment. Die hat einen Lautsprecher drin. Guck mal. Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Wanze. Ein Mikrofon drin. Nein, eine Pflanze. Aber in ihr ist ein Drahttongerät versteckt, verstehst du? Wenn wir eine davon in Tennant's Bar gestellt hätten und er der Typ ist, der mit Pflanzen redet, hätten wir ihn sehr viel früher hochgehen lassen können. Okay. Mal da ein Bildradio. Sind Sie bereit für das Bildradio? Ob das wohl sowas wie MTV ist? Ein Bildradio? Also Bewegbild und Ton gleichzeitig? Das wird sich niemals durchsetzen. So ein Quatsch. Was kommt als nächstes? Telefonieren mit Buchstaben oder was? Nun, wenn man vom Teufel spricht,
Ja, lass mich in Ruhe. Ich will. Da ist eine der futuristische Waffe. Die nehme ich jetzt. Faszinierend, nicht wahr? Sie sagen, eines Tages können wir fliehende Kriminelle aus der Ferne betäuben. Das funktioniert? Nein, ist nur ein Modell. Mhm. Und dann sowas wie ein Elektroschocker? Ein Atemanalysator? Der wunderbare Inebriomat. Wie mir die Laborjungs erklärt haben, können wir eines Tages sagen, ob jemand getrunken hat, wenn er nur in so eine Maschine bläst. Mhm. Versuch es! Das glaube ich nicht. Weiß nicht. Ich kann da aber auch nicht rein. Komm. Ja, reden wir halt mit ihr. Danny, kann ich kurz mit Edna sprechen? Nur zu gern. Ich hätte auch gern mal ein paar ruhige Minuten. Worum geht es hier? Wo ist Emmett? Was hast du mit Emmett gemacht, Edna? Wovon sprichst du? Du bist doch der, der sein Leben ruinieren will. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der, der es retten will. Ja. Vor. Vor dir. Dir vor allem. Ja. Aber... Du hast Emmett Warum verlassen. Warum bist du noch nicht aus Emmets Leben verschwunden? Ich dachte, du hast ihn verlassen. Habe ich. Aber dann hat dein Freund Mr. Sagan mir alles über deinen Plan, unsere Romanze zu zerstören, erzählt. Das war nicht so nett, Genosse Smirnoff. Backo Smirnoff. Warum nimmt Parker deine Befehle Warum entgegen? Warum folgt Parker dir so willig? Mit wem redet er vor allen Dingen da hinten? Der gute Detective weiß, dass er seinen raschen Aufstieg nur meiner Fürsprache verdankt. Oh. Er weiß auch, dass ich ganz schnell einen Artikel über seine Tage der Trunkenheit, Sünde und Manipulation von Beweismitteln schreiben könnte. Du erpresst ihn? Aber echt, hey. Reporter erpressen nicht, Mr. Smirnoff. Wir kümmern uns um das öffentliche Wohl. Ich weiß jetzt über dich Bescheid. Ich kenne dein finsteres Geheimnis. Du bist eine Erpresserin. Geheimnis? Welches Geheimnis? Also mit Kent Kitten zusammengearbeitet, eine Diebin, kaltherziges Mist. Worüber hast du mit du Karl? Weißt schon, also mit Karl Sagan getuschelt. Mit Karl Sagan getuschelt hast. Du hast es gehört? Aber sicher. Ja, ja, klar. Und du hast beim Entsorgen der Leiche echt Mist gebaut. Ich glaube, jetzt übertreibt er. Du hast gar nichts gehört. Worüber ich mit Karl Sagan geredet habe, geht nur mich und Karl Sagan etwas an. Okay. Emmett will dich nicht zurück. Du glaubst doch nicht, dass Emmett dich noch zurück will, nachdem du sein Herz gebrochen und versucht hast, seine Demonstration auf der Expo zu verhindern, oder? Anfangs nicht, nein. Aber irgendwann wird er erkennen, dass ich nur in seinem Interesse handle. Und er kommt zu mir zurückgerannt. Wie einer dieser Hunde, die er so gern mag. Aber du hast Hunde. Ja, das ist Ironie, oder? Trixie hat übrigens ihren Job schon gehört? Trixie Trotter hat ihren alten Job zurück. Ich weiß. Ich wollte das mit Arthur McFly besprechen, aber er will sich nicht erklären. Anscheinend hat er eine Gesetzeslücke gefunden, die erlaubt, dass diese Kanadierin ihre Stelle zurückbekommt. Die Gesellschaft für Schicklichkeit und Anstand wird davon erfahren. Keine Sorge. Wo ist Carl Sagan? Hast du Mr. Sagan hier irgendwo gesehen? Nein, und wenn, würde ich es dir nicht sagen. Ja, er ist ganz schön verängstigt wegen deiner anarchistischen Tendenz. Ich habe so das Tendenz. Gefühl, aus ihr kriegen wir nichts raus. Komm, jetzt lass führt gut zu sein, nichts. Weißt du? Ja, nee, ich muss Emmett finden. Das bringt nichts. Ich muss Emmett finden, genau. Bleib weg von ihm, du anarchistischer Rabauke. Bleib du weg, du anarchistischer Rabaukin. Du delinquente Rockgöre. Wie war's das schon? Die Erleuchtung erwartet sie auf dem Meeresgrund. Ja, es ist okay. Blashaus, das soll gut sein, habe ich gehört. Guck mal, da könnte ich ja dann einfach rübergehen zu dem Schwebedingens. Vielleicht ist Emmett da oben oder so. Blashaus-Ding sieht irgendwie doof aus. Sieht ein bisschen aus wie der Knast, wo ich drin gesteckt habe, weißt du? Niemand da. Ah. Oh, okay. Scheint niemand da zu sein. Drehkreuz zum Haus der Zukunft. Da gehen wir natürlich auch rein. Ich habe ja jetzt Tickets gekriegt, haben wir ja. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden Blümchen. Einfach Guck mal, die auf Knopfdruck erfüllt. Sind das die Wanzenblümchen? Die Wanzenpflanzen? Erstmal angucken. Diese Pflanze gehört nicht hierher. Die hat nichts Futuristisches. Hä?
Sackt er die jetzt einfach ein oder was? Okay. Entertainment Center? Ein komplettes Home Entertainment Center. Und was ist mit der Coleco Vision? Was? Ja, war die 86 noch relevant, die Intel Coleco Vision? War das Intel? Das war doch nicht Intel. Keine Ahnung, es war halt eine Spielekonsole. Und die war noch rudimentärer als das VCS 2600. Das war schon Blips und Blobs. Ja, egal. Konsole. Ah, erstmal einen roten Knopf drücken, ganz wichtig, roter Knopf. Im Haus der Zukunft werden Obstkörbe täglich durch Helikopter mit frischen Früchten aufgefüllt. Durch Helikopter werden Früchte aufgefüllt. Das heißt Wachs? Ja. Dachtest du, da ist jetzt den ganzen Tag echtes Gemüse drin, Obst oder wie? Und dann kommt ein Helikopter vorbei und füllt die wieder auf, oder wie? Ja, schon ein bisschen Trottel hier. Was haben wir denn hier noch Feines? Grüner Knopf. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Hey! Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten, oder sagen Sie... Was? Telefonzelle der Zukunft, ja. Brown-Anwesen? Ja. Was? Ah, ich ruf mal die Telefonzelle an, die kann man ja... 4253. Valley Expo, wo die Zukunft schon heute beginnt. Hier ist Techne, die Muse des Fortschritts. Mit wem spreche ich? Carl Sagan? Sonny Crockett? Kit Tennen? Mr. Smith? Hier spricht Mr. Smith. Ich suche einen Freund von mir, Herrn Zufall. Zufall? Ja. Rainer, oder? Rainer. Ja, ja, klar. Rainer Zufall. Hör mal zu, Junge. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ja, okay. Wer bist du wirklich? Auflegen. Gespräch beendet. Ja, zum Glück hat er keinen verlangt, der reinscheißt. Meine Grüße, Sterbliche. Ja. Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, hoffe, dass Sie viel Spaß auf dieser Expo mit Ihren fantastischen Ausstellungsstücken haben. Und denken Sie daran, die Eintrittskarten für unsere Hauptattraktionen können Sie hier am Information. Oh, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Was war denn der blaue? Ich muss jetzt aber noch den blauen Knopf drücken, das ist ja wohl klar. Ich brauche einen blauen Knopf. Was macht ihr? Sie wollen Spaß? Ja. Das Haus der Zukunft ist ausgestattet mit einem modernen Home Entertainment Center. Mensch, ärgere dich nicht und so. Ein Home Entertainment Center, okay. Bom, bom. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen beim Telefonhelm. Okay, von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Ich will nochmal anrufen. Telefonzelle der Zukunft. 4253. So. Hill Valley Expo. Techne hier. Wer ist dort? Kitten. Carl Sagan. Hier spricht Carl Sagan. Ich bin Carl Sagan. Oh, der geheimnisvolle Mr. Sagan. Was wünschen Sie? Kann ich mit Edna sprechen? Können Sie Edna Strickland für mich ans Telefon holen? Aber klar, Mr. Sagan. Ernsthaft? Hey, Strickland! Jemand möchte tatsächlich mit dir sprechen. Mr. Sagan, ich dachte, ich höre erst wieder nach der Expo von Ihnen. Ach so? Ja, war das nicht Teil unseres Plans? Ja, unser Plan. Wegen dieses Plans. Erzählen Sie mir von unserem Plan. Wo ist Emmett? Lassen Sie Jakob Smirnoff in Ruhe. Ihr finsteres Geheimnis. Wegen, Sie wissen schon. Sie wissen schon? Wegen dieser Sache, über die wir gestern geredet haben. Ach, das. Um genau zu sein, bin ich froh, dass Sie es erwähnen. Ich habe nachgedacht. Wäre es nicht eine gute Idee, das alles Jakob Smirnoff anzuhängen? Was genau ihm anzuhängen? Sie wissen es? Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind immer noch sauer wegen dem Knast. Was?
Daran war der Hund schuld. Wenn der nicht angetrabt gekommen wäre, nachdem ich das Feuer gelegt hatte, wäre ich problemlos davongekommen und hätte den Verdacht nicht auf sie lenken müssen. Ich wusste es, dass sie die Brandstifterin war. Karl, ist da jemand bei Ihnen? Nein, nein, nur wir zwei. Wo ist Emmett? Ich habe Emmett kurzzeitig aus den Augen verloren. Haben Sie eine Ahnung, wo ich ihn finden könnte? Aus den Augen verloren? Sie sollten ihn doch ablenken. Mach ich doch. Er ist nur abgehauen. Na, dann suchen Sie ihn. Ich habe mit Parker alle Hände voll zu tun. Erzählen Sie mir von unserem Plan. Warum haben Sie die Bar niedergebrannt? Also, ich will ja nicht neugierig sein, aber warum haben Sie all diese Bars niedergebrannt? Warum? Ja, weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Okay, erzählen Sie mir von unserem Plan. Ich bin mir über einige Details des Plans nicht so ganz im Klaren. Nicht im Klaren? Aber es ist Ihr Plan. Ich meine, ich glaube, Sie sind sich nicht über alle Details im Klaren. Welche Details? Alles, was ich tun muss, ist, meinen Einfluss auf Detective Parker zu benutzen, um Emmets Demonstration abzublasen, während Sie Emmett ablenken. Sie lenken ihn ab, richtig? Oh ja, dieser junge Mann ist sehr leicht abzulenken. Das sag ich doch die ganze Zeit. Okay, wir haben genug gehört. Lassen Sie mir Jakob Smirnoff. Warum sagen Sie all diese schlimmen Sachen über Emmets Freund? Über den jungen Genossen Smirnoff? Sie haben mir doch von seinen bösartigen Taten berichtet. Oh, ey. Pläne haben sich geändert. Es gab eine Planänderung. Was? Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich denke, wir sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Aber Sie haben mir erzählt, es könnte gefährlich werden. Und dass Jakob Smirnoff ein fremder Aufrührer ist. Und dass ich Emmett nur zurückbekomme, wenn ich ihn aufbaue, nachdem seine Träume zerstört wurden. Und ich habe viele Dinge gesagt, aber zu der Zeit war ich etwas verrückt. Das Wichtige ist, dass ich jetzt glaube, Sie sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Oh, ich verstehe. Was? Es ist Genosse Smirnoff, nicht wahr? Wie hat sie überredet? Nein, ich möchte wirklich, dass Emmett seine Erfindung vorstellt. Keine Sorge, Karl, Sie können auf mich zählen. Lassen Sie Emmett seinen Flug unternehmen. Edna, hören Sie mir zu. Sie müssen Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Smirnoff, hört zu, oder? Nein, hören Sie. Hören Sie zu, Smirnoff. Ich weiß nicht, womit Sie Mr. Sagan bedrohen, aber ich werde auf keinen Fall zulassen, dass dieser Apparat, den Sie meinen Emmett haben bauen lassen, vom Boden abheben wird. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Also, wir sollten wahrscheinlich zum Plan zurückkehren. Ja, sollten wir. Auf Wiederhören, Mr. Sagan. Bis dann. Auflegen. Gespräch beendet. Ich, schlau. Aufpassen. Pass auf. Wir haben ja hier eine Blume, die Sachen, ein Aufnahmegerät, ne? Das könnten wir doch austauschen. Hey, lass die Aufzeichnungspflanze hier stehen. Ich habe nur die eine. Sorry. Die ist mir in die Jackentasche gefallen. Ich hab doch hier eine Topfpflanze, die sieht genauso aus wie die. Guck. Alles in Ordnung. Was? Nix. Alles super. Okay, das war schon mal gut, siehst du? Jetzt muss ich noch nicht. Ich grüße alle Vordenker von Hill Valley. So, jetzt pass auf. Jetzt stelle ich diese Blume. Na komm. Da rein. Die Telefonszelle. Nixon wäre wirklich stolz. So. Ey, Trixie, du hast nichts gesehen. Ich mach nur Schinder. Ich hab nur Blümchen darin gestellt. Telefonszelle. Ja, ich weiß schon, dass das eine Telefonzelle ist. Aber guckt euch mal Familie Heinz Becker die Folge an. Die da heißt Telefonzelle. Ey. Beste. So, jetzt pass auf. Jetzt rufe ich sie einfach nochmal an. Und laber dann also wieder dieses Zeug. Und dann habe ich ja was. Das ist mein Plan. Ja. Mach mal ein bisschen schneller, wir sind spät dran. Also, Konsole, was war's? Ah, guck.
Ah, jetzt haben die Knöpfe auch eine Bezeichnung. Okay, cool. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Ja. Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten, oder sagen Sie... Telefonzelle der Zukunft. 4253. So. Mann, immer diese Telefone. Ja? Ja. Carl Sagan. Ich bin's, Carl. Oh, hi, Mr. Sagan. Was kann ich für Sie tun? Gib nochmal Edna her. Könnten Sie Edna noch einmal für mich ans Telefon holen? Sicher, Mr. Sagan. Hey, eure Hoheit. Okay, sie bemerkt die Blümchen nicht. Mr. Sagan, Sie dürfen mich nicht noch einmal einfach so anrufen. Ich muss meine ganze Aufmerksamkeit Detective Parker widmen. Ja, sicher doch. Ich habe nur noch ein paar Fragen. Warum haben Sie die Bars niedergebrannt? Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Jede Nacht öffnen Sie Ihre Tore, schenken illegal Alkohol aus und bieten leichte Mädchen an, stellen Ihre Sittenlosigkeit zur Schau. Und die Gesetzeshüter... Ich habe also getan, was jede rechtschaffende, willensstarke Frau tun würde. Und etwas unternommen. Und es war wirklich prachtvoll. Die Brände waren so schön. Der Alkohol hat so schöne blaue Flammen geschlagen, als alles abgebrannt ist. Wo war ich? Sie haben erklärt, warum Sie diese Bars niedergebrannt haben. Ja. Hat Ihnen meine Antwort gefallen? Ja. Sie war sehr aufschlussreich. Ja, hat mir sehr gefallen. Was? Gespräch beendet. Mann, Edna war schon immer verrückt. Aber ich hoffe, dieses Geständnis genügt, Parker. Das ist eine Zündlerin! So, ich muss jetzt nur noch an die Blume kommen. Begrüßen wir nun den Mann, der die unerschöpflichen Möglichkeiten von wuchernden Algen erkannt hat. Willkommen, Ernest Philpott! Danke, Trix, Techne. Es ist eine große Ehre, heute hier sein zu dürfen, unter all diesen schlauen Köpfen. Ich muss mich beeilen. Wie die Dame bereits sagte, ich forsche auf dem Gebiet der Algen. Algen, meine Damen und Herren, sind geheimnisvoll und noch recht unerforscht. Nach ausführlichen Studien und unzähligen Experimenten glaube Sie, ich habe die Geheimnisse Sie nie gefragt, dieses warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Zu haben und präsentieren. Diese Antwort wird bestimmt viele Leute brennend interessieren. Ja, wird sie mal mehr interessieren als Algenkuchen, meine der Algenkuchen-Vortrag. Ja. Oh, komm, hör auf zu labern, hey. Bleiben Sie unauffällig, er kommt zurück. Inhaltsstoffe von Vitamin A. Hey, Danny. Entschuldigung, Genosse. Wir versuchen gerade, die Expo vor solchen Gestalten wie dir zu schützen. Das dauert nur eine Minute. Unsere Aufzeichnungspflanze. Es ist aber keine gute Idee, Polizeieigentum zu stehlen. Hey. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Detective Parker. Sicherlich glauben Sie dieser schlecht gemachten Fälschung einer Aufnahme nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich glauben soll, Ma'am. Aber wegen dieser schlecht gemachten Fälschung muss ich Sie leider bitten, mit aufs Revier zu kommen, um einige Fragen zu Ihrem Aufenthaltsort in den Nächten der Brandstiftung zu beantworten. Oh, sehr gut. Himmel, was ist das? Ach, komm. Tja, ich sollte wirklich mal aufhören, immer darauf reinzufallen. Hey, aber echt, hey. Heißt das etwa, wir können Emmets Stand wieder freigeben? Das interpretieren wir mal als ja. Emmett muss doch hier irgendwo sein. Okay. Danke, Ernest. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Zum Glück hat er aufgehört zu labern. Statten Sie einen Besuch ab und sichern Sie sich ein Stück Algenkuchen. Ich habe es getan und es war sehr interessant. Ich werde bald einen weiteren Höhepunkt unserer Expo präsentieren. Bis dann. Ja, jetzt wird's aber so langsam... Detective Daniel Parker. Jetzt wird es aber so langsam Zeit, dass wir Emmett finden. Aber nicht mehr heute, sondern morgen. Nur nicht heute. Sprechen alle YouTube-Leute. Tschö. Schön.